So, ihr kleinen Sahneperlen, ich bin jetzt wieder zurück. Heute gibt es nochmal 2v2v2 Gameplay. Wahrscheinlich morgen auch noch. Genießt es. Ist eine Banger-Runde. Diesmal war ich ja der Carry. Würde ich mal so sagen. Tolki muss an seinem Jona arbeiten, wir wissen das alle. So, Mordekaiser Senna musst du mir übrigens auch erklären. Also, ja, Senna ist einfach alleine, ne? Mordekaiser Deathframe-Füße. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Das wird nice. Hast du schon mal Leona gespielt in dem Modus? Ja. Ich auf der Samira-Map? Ich habe Leona auf der Samira-Map gehabt und noch schlimmer, es gibt einen Augment, wenn du Autotext machst, werden alle deine Cooldowns um eine Sekunde resettet. Okay. Das war einfach so Stun. 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 So, das klingt geil. So. Auf der Samira-Map kannst du das safe einfach mal wieder einmachen. Okay, also machen wir Q1. Ja, das habe ich mit Absicht gemacht. Was ist der Honeyfruit-Meter? Honeyfruit-Meter? Junge, was ist das? Oh, die wollen Honeyfruit. Oh, okay. Der kenne ich nicht. Oh. Wir müssen die andere Honeyfruit ansprechen. Die östliche Honeyfruit, die östliche Honeyfruit. Ich kann nicht mehr werfen, weil mein Wurf wurde denied. I'm so sorry. Ja, das ist schon eher die Meter, die ich gesehen habe. Das sind beide Flash und Honeyfruit auch noch. So, du bist müde, ich fühle mich sehr weak an. Sehr weak bisher. Vielleicht scale ich mit Items. Weil okay. Kein Little Tempo. Mein Champion liebt Little Tempo. Okay, der fliegt aus der Zone. Honeyfruit! Oh. Das ist gar keine Chance. Nee, das ist mein Fehler. Ich bin sehr useless gewesen. Ganz ich runter. Auch, Mann. Ich wurde einfach so wild gefeiert. Ich weiß aber nicht, wo die Combo hin will. Also bei Kennen kann ich mir gut vorstellen, dass er richtig reinknallt, damage-wise. So, der Root sieht lustig aus. Okay. Okay, da. Wir haben ein gutes Augment. Gutes Augment. Ich muss sagen, die fallen mir gar nicht. Über 40% Attack Speed bekommen. Das braucht mein Champion. Gerade ohne Little Tempo brauche ich das dringend. Ich nehme einfach nur 70 Energie, Leute. Die habe ich mir, denke ich, verdient. Wir müssen ja beide 4 Damage machen. Okay, der ist gegen dich absolut Turbo Broke. Warte, gegen wen spielen wir überhaupt? Gegen Trundle Warwick? Oh ja, das gehen uns beide sehr hart. Warwick würde ich gerne noch testen. Okay, der Trundle ist schon mal useless. Wir müssen Warwick finishen, sonst killt er uns beide. Ich kann mich nicht bewegen. Ach, nicht gut wichtig. Ich glaube, er hat noch Gift drauf. I don't think I win these, ich kann mich mal beißen, ich gewinne das nicht. Oh ja, Angst vor dir. Ich gewinne das nicht! Wenn mich einfach beißt, gewinnt er, aber na gut. Der danke. Hat einfach Crazy seine Zähne an mir. So, was haben wir denn hier? Ja, normal Damage, normal Damage, normal Damage, normal Damage. Ein bisschen kennen. So, also hier kann ich natürlich wieder ganz plötzlich die Andres gehen, da freue ich mich sehr drauf. Jetzt Mordekaiser Senna. Also wenn ich reingehe, wird er wahrscheinlich dann mich ulten müssen, damit ich Senna nicht kille und dann kannst du Senna killen. Ja, also Senna wird auf jeden Fall hart gefoltert. Ich muss sagen, ich habe Senna mit einmal gesehen mit irgendeiner Range-Kombo oder sowas. Weil die kriegt ja übel Stacks. Ja. Aber sonst. Noch Honeyfruit sind schnell hitten. Ja. Ja, genau. Und die Honeyfruit sind halt turbo-bastet. Wir müssen die Honeyfruit beschützen und die da. Da sind die rechts gespawnt, die Gegner. Das ist ärgerlich. Die kontrollieren den Busch hier unten rechts. Aber machen wir es nicht. Wo ist Senna? Das ist AFK. Das ist AFK. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Schade. Schwäche. Ja, ich mach da weiter die Senna, wenn das okay ist. Ich Q-Flashen, ja, nice. Auch mit Hyping. Hat ich von unten rechts spawnt. Er geht dafür. Ich knock ihn hoch. Ich renne hier ein bisschen nicht gegen. Fling into. Nice. Er brennt an der Poison in der Zone. Alles klar. Der sagt sich, ich habe keinen Bock mehr. Ist gut.
Gerade, das sind ja die Süßes. Keine Competition. Ja, aber nächste Runde muss ich mich daran erinnern, dass wir Warwick spielen. Warwick ja, was damit eine gute Cover? Was soll ich gehen? Also meine Idee ist einfach nur in letzter Sekunde jemanden ulten und dann sich irgendwie hochheilen. Oder halt damit engagen. Das ist halt die Frage, wie wir jemanden CC und der muss halt instant sterben. Brauche ich noch einen CC Follow-up Champion? Ja. Ich glaube, da kannst du deine Jabba Ult nehmen oder Maufeil oder so. Also kleine Kombo guten CC habe. Warwick Olaf, sagt mein Chat. Morde sieht stark aus. Olaf hab ich noch gar nicht getestet. Syndra, aber Warwick macht auch sehr viel Magic Damage, Chat. Das finde ich gut für Maximilian. Wir brauchen schon guten Damage Mix. Tarik, ja, obviously. Tarik ist im OP. Hat Tarik wirklich keinen genommen. Okay, also meine Ult ist an. Aber ich bin gar nicht gut kennen, die ist neben dir. Nehmen sie! Okay, die wissen nicht, was sie tun. Ja, das ist so wild. Warum ist das so? Die obere hat jetzt nichts genommen. Boah, er hat gleich wieder Ult, ne? Denk dran. Entschuldigung. Boah. Ich hab mega eine Pistazie. Alter, der Dot. Okay. Ja, das ist wild, Leute. Also gestern waren nur Tryhards. Die Inten ja des Todes. Die wissen nicht, was sie tun, die armen Gegner. Es ist traurig. So. Trotzdem, wir verlieren gegen Warwick Trundle. Die sind unser härtestes Matchup. Aber keiner von 200 Anti hier ist auch ein Problem. Ist ja, gehen. Ich würde deine Morellos dann irgendwann gehen, ne? Okay, wenn du es bist, perfekt. Warte, wir haben Anti hier, wir haben deine Ult. Rolle. Meine Ult? Haben ja, deine Ult ist Anti hier, wenn du die anmachst. Lies mal, das ist Anti hier. What? Seit wann ist das denn? Seit, glaube ich, einem oder anderthalb Jahren. Circa. Nee! Doch. doch. Nee! Ja, wir haben Anti, wir haben dich. Perfekt. Seid ja auch Cheating. Jawohl, den. Ach Mann. Ja, lass aber schnell gehen. Dann ist es nicht so schmerzhaft für die beiden. And he's gone. Wait, die Wölfe funktionieren in dem Ding? Nice. Okay, brauchen wir jetzt schon Rylai's? Nee, ne? Ich würde jetzt Demonix gehen wollen. Ja, beides ist fein. Wir spielen jetzt auf jeden Fall gegen Trundle Dingens. Das heißt, wenn du die Kite ist es stark, wenn du prozentualen Schaden machst, ist es stark, beides gut. Wollen wir dann trotzdem zuerst Warwick killen und dann. Ich glaube, Warwick kann ich nicht so gut kiten wie Trundle. Ja, wenn wir den gekillt kriegen, hoffentlich. In meiner Erfahrung war Warwick immer sehr, sehr gut. Sehr, sehr okay. Ja. Ausrasten, ja, nicht scheiße. Nee, Modus nicht wirklich Heilbreaker kaufen, ne? Das war immer so ein Q's Heilbreaker-Ion gerade, ist ziemlich stark. Heilbreaker ist immer noch so ein Solo Top-Lane-Item, oder? Ja, es wurde gerade wieder hochgebracht. Deswegen ist Ion gerade so auf Tank-Bild recht gut. Auf Tank. An dem Brute-Meter, nice. Wir haben ja keine Chance. Wir sind so anti-healed. Das ist halt aber du machst doch einen Damage, by the way. Ja, mit Apeliandri ist es halt auch schon over, muss ich sagen. Also Singed ist hier einfach weird. Aber ich habe auch 70 AP als Bonus, muss man auch sagen. Aber das mit der Runde davor auch Outdamage, also du machst richtig viel Damage. Ja, Singed ist crazy. So, okay. Dann mach ich jetzt noch einen Rylai's. Und dann... Ja, ein bisschen Maß lohnt sich nicht, ne? Ja, nicht so sehr. Es lohnt sich schon für dich, aber eigentlich nur gegen Mordekaiser. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht wirklich. Das kann ich gleich noch holen. Das liegt mir Deadman's Play vor, aber es wirkt übel wack. Boah, du kannst noch einfach so Gargoyles gehen, das ist schon sehr viel Leben. Dann hast du Armor und Untermeer. Ist auch gut, wenn du es aktivierst. Oder dieses Anatamas oder sowas. Das, diese 30% ja. Damage Reduce liest sich halt auch witzig. Das muss aber erst durchstacken. Nee, das stackt instant. Achso, in dem Modus instant? Ja, ich hab instant 30. Okay. Die machen auf jeden Fall nicht den Schaden. Alter. Wir schon. auf jeden Fall. Das sah ja absolut bescheuert aus. Ja, wenn die auf mich gehen, ist halt lost. So.
Ich muss halt R drücken. Bevor die mich angreifen. Das ist schon sehr hart. Gain Attack Damage Scaling with your Attack Speed. Okay. Armor und deinem Airpen ist auch sehr gut. Ich habe übel Bock auf den Blitzcrank gucken, oder? Das ist aber tanky werden eigentlich. So. Brauchst du ein bisschen brauchst du HP-Items. Oh, die spielen schade. Jetzt noch. Aber das heißt, wir kriegen nach 3000 Gold nochmal. Ich bin bei 1400, aber ich müsste Potion machen übrig. Das mit den nicht vorhandenen HP-Anzeigen übrig auf Nightmare Fuel. Die beiden, wie sie auf Honeypool draufflaschen. Ja, die haben gelernt, die Gegner. Haben wir gelernt. Ja, dann nehme ich Anatamas und nehme, glaube ich. Nehme, glaube ich, den Trundle als Ziel. Ja, wir starten jetzt sofort mit 30 Stacks, Leute. Ne? Wir nehmen auch weniger Tenacity, aber ich glaube, das bringt mir überhaupt nichts. Na, Tatei, komm, ich setze dir mal einen Hut auf hier. Im Zylinder. So. Boom, 30 Stacks. Ja, wir können eigentlich gleich aufs Maul hauen, oder? Oh, jetzt. Ja. So, wen nehmen wir? Wir nehmen den da rein. Nee, doch nicht. Oh. Bin müde. Boah, ich bin einfach da rein. Ja, dann zeig mal dein Healing. Oh! Hä? Wieso war. Einfach Maschine. Hast du einen Hut gesehen? Ich wollte nichts drüber sagen, Alter. Einfach eine Bestie. Nice. Ja, schau dich für den Schaden auf dich gemacht. Vielleicht brauchst du ein bisschen prozentuale, also brauchst du wahrscheinlich Resistenzen, vor allem Gargoyles. Ja, Gargoyles ist das leichteste, ne? Ja, aber die machen wirklich guten Mix-Damage mit Warwick Tunnel. Die saugen dich auch aus und so, deine Resistenzen sind eh nicht so krass und dein Leben ist halt auch. Also Tunnel würde ich halt immer ulten, dadurch bist du halt nicht so tanky. Trundle. Hier ist Ding einfach instinkt gehuckt, ne? So, Bro. Ein Zylinder. Warum setzt du dir keinen Hut auf? Du kannst einen Team-Hut kriegen. Stimmt, ich kann auch Pott nehmen. Oh, ich brauche keinen Hut. Okay, Samira ist richtig gut für uns. Ist das so? Ja, wir haben. Okay, Samira tötet mich. Okay, du bist tot, ne? Hatte ich gut. Ja, du kannst es holen, Ja, du hast das. Dann hast du wieder ult. Joa. Renn. 15 Sekunden. Oh, die läuft ja eh noch, deine Ult. Ist ja gar nicht auf Cooldown. Wo ist die nächste Pflanze? Okay, okay, er brennt an der Poison. Ja, wie dumm. Ey, no joke, Singed sieht so gut aus. Vielleicht liegt es auch an dir, aber du hast, glaube ich, jetzt, du hast wieder mehr Damage als ich vielleicht. Mal gucken. Ich bin ein Singed-Main, aber war jetzt auch nicht so kompliziert, muss ich sagen.